Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore 2. Wir sind wieder der kleine Mann. Ich würde jetzt mal versuchen, das dann so ein bisschen zu unterdrücken, die Verwandlung. Dass wir zumindest mal versuchen können, nochmal da reinzukommen. Dieses komische Rathaus oder komische Gebäude war dort hinten. Da müssen wir mal jetzt gucken. Ich würde sagen, wir laufen hier rum. Müsste eigentlich gehen, ne? Genau. Wenn es da ein bisschen eng wird. So, jetzt ein bisschen hier lang. Ja. Jawohl. Und sobald wir uns verwandeln wollen, versuchen wir das mal zu unterdrücken. Wir wissen ja, sobald wir uns im Gebäude nähern, kann das schon mal sein, dass das passiert. So. Genau. Jetzt. Du kannst es nicht verhindern. Du kannst es echt nicht verhindern. Ich wäre wirklich gespannt, was da drin ist. Naja, gut. Keine Chance. Also irgendwas will noch nicht, dass wir da reingehen werden. Wir können uns zwar ducken, aber wir passen nicht durch das kleine Loch. Okay. Wie dem auch sei, wir schauen mal weiter. Was haben wir denn für Orte jetzt noch nicht hier erkundet? Hier drüben. Und das machen wir jetzt gleich mal. Ich könnte mit euch wetten, sobald ich mich jetzt hier wieder wegbewege. Und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, verwandelt er sich wieder zurück. Der will mich so ein bisschen provozieren, habe ich das Gefühl. So, hier waren wir schon gewesen. Da müssen wir nicht nochmal hin. Ja. Hier war ja diese komische Höhle von diesen netten Viechern, die uns immer die kirschnäbischen Eier lassen. So. Hier ist jetzt so ein Teil, da wissen wir ja nicht. Soll auf jeden Fall eine Falle sein. War klar. Aber hier drunter ist nichts, hä? Eiskalt verarscht. So. Nicht mit mir. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas, wo wir noch nicht drauf kommen. Ich höre einen Wasserfall. Da oben wieder was, wo wir irgendwas reintun können, wir aber nicht haben. Definitiv nicht. Ja, natürlich verwandeln wir uns. Ich würde das Ganze sagen, wir speichern das Ganze erstmal vorsichtshalber ab. Vorsicht, Vorsicht. So. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite irgendwie angekommen. Oh. Schauen wir mal, was hier so alles ist oder auch nicht ist. Oder auch sein könnte, wenn ich abstürze. Naja, wir haben ja gespeichert. Ich weiß ja nicht, ob das nicht schon bedeutet, dass es hier schon auf die nächste Ebene geht.
Was? Also ich habe das Gefühl, wir sollen hier nicht lang. Nee. Definitiv nicht. Wir sollen hier noch nicht hin. Der soll uns womöglich erstmal davon fernhalten. Aber hier gibt es ja jetzt auch nichts wirklich, was uns anreizen könnte. Nee. Moment, ich muss mal kurz gucken. Was ist das? Klauenberge. Das ist schon die nächste Ebene. Also hier sollten wir eigentlich noch gar nicht sein. Gut. Da weiß ich schon mal Bescheid. Da werden wir jetzt erstmal nochmal laden, damit ich nicht darüber laufen muss. So. Und zack. Aber schon witzig, dass er sich gerade dann verwandelt, ne? Dass das dann so schon einprogrammiert ist. Ja, hier kommen wir jetzt auch noch nicht lang, weil uns fehlt da was. Und ich denke mal, das werden wir nur bekommen, wenn wir in eines dieser Gebäude kommen werden. Oder wir gehen erstmal hier in dieses komische Nest. Und schauen uns mal hier um, wenn wir da überhaupt irgendwo reinkommen. Ja. Moment. Gegen Gift. Kann man mal gebrauchen, ne? Jetzt haben wir endlich mal genug davon, ne? Hm. Jetzt sieht es sogar noch ekliger aus. Oh. Naja, wir können uns mal meinetwegen verwandeln. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn wir hier was hauen, nehmen. Reicht's mir aber hier. Schluss jetzt. Schluss jetzt hier. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Wer hat denn noch alles hier? Ich glaube, wir sollten hier einfach mal rausgehen. Auch wenn es jetzt schon zu spät ist. Ja, wir werden das nicht schaffen. Wir kommen nicht raus. Aber tot, ne? Das war aber interessant. Wir könnten das nochmal machen. Weil wir haben ja da draußen genug Kirschnebelchen Eier bekommen. Und hätten wir uns beeilt, wäre da gleich wieder der Ausgang gewesen. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal. Bloß lasse ich mich jetzt nicht so lange dort drinnen aufhalten. So. Den hier rein. Mit. Ach, ich bin so doof. Entschuldigung. So ist besser. So. Schnell beeilen. Entschuldigung. Falsche Richtung. Moment. Bin ich jetzt hier komplett falsch? Nee, hier lang. Es geht sogar noch weiter. Ah, hier war's doch. So. Weil ich habe das Gefühl, wo ich klein war, haben sie mich jetzt nicht so sehr beachtet, wie es jetzt halt der Fall war. Genau. Okay, jetzt hauen wir mal ab. Weil ist ja denen ihr Nest im Endeffekt, ne?
Greift ihr mich jetzt an? Wissen die nicht. Abspeichern. Und schon ist alles paletti. Wir haben jetzt wenigstens mal ein paar, wo wir hier ein bisschen was mehr sehen, ne? Also, wo wir hier den Überblick haben. So. Ich würde hier gerne nochmal in die Mitte gehen, aber da scheint ja auch irgendwas zu sein, das wir noch nicht erkundet haben. Und danach wird es Zeit, dass wir herausfinden, wo dieses komische Stein da sein soll. Finde ich jetzt. Hui. Das sieht mir verdächtig aus. Hier alles? Komisch. Naja, gut, egal. Okay, dann versuchen wir mal hier runterzukommen. Vorsichtig, behutsam, wie wir auch sind. Vorsichtig, behutsam, wie wir auch sind. Laden wir das Ganze doch mal. Und werden selbstverständlich jetzt nochmal zum Angriff übergehen. Vielleicht ist ja auch da unten gerade das, was wir zu suchen scheinen. Dieser komische Schlüssel. Oder vielleicht irgendwas, was mir hilft, dass wir hier weiterkommen. So. Vorsichtig. Und mal nach unten gucken. Vielleicht hilft das ja. So. Und. Jo, jo, jo. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ganz langsam, ganz langsam. Ach komm. Nur nicht dunkel machen. So. Aha. Ach, Entschuldigung. Aber wir sind ganz unten angekommen. Silberblatt und Regenbogensulfid ergeben einen Meridian der Verdunklung. Na toll, kannst du behalten. Ich dachte mal, das wäre was, was mir weiterhilft. Aber nicht wirklich. Was ist das? Sieht mir nicht sehr geheuer aus hier. Wo sind wir hier nur gelandet? Auf jeden Fall da, wo wir nicht gern gesehen sind. Irgendwie verstecken oder zumindest mal in Sicherheit bringen. Ja, das werde ich wieder mal nicht überleben. Okay, hier scheint mir erstmal sicher zu sein. Oder auch nicht. Oh.
Ne. Was? Sind wir gelandet? Oh. Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Arena. Na Mensch, den kennen wir doch. Na komm, den kriegen wir doch. Der wird eine Weile brauchen, oder? Naja gut, jetzt kriegen wir ihn erst recht tot. Ja, hat wohl nicht geholfen, hä? Ist halt jetzt sauer, hä? Schlechte Spielverderber. Schlechte Spieler, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das speichern wir mal. Mal noch weiter unten. Mal hier. Eieieiei, hätte ich das doch bloß eher gewusst. Ist das gewollt? Wir kommen hier zumindest nicht mehr raus. So, hier kommen wir noch hin. Und hier kommen wir zu einem netten Vieh. Das ist jetzt nicht mal mehr wert. Nicht ganz. Fragt mich nicht, wo ich hier gelandet bin. Ich weiß es selber irgendwie nicht. Oh, zu weit. Also das hier sollte ich jetzt nicht mehr aufmachen. Definitiv nicht. Na gut. Wo wir hier gelandet sind, das finden wir leider erst in der nächsten Folge heraus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da wieder mit einschalten sagt. Bis dahin, euer Paddy und ciao.